Wir haben ja heute über regionale Strukturpolitik geredet. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Das kam auch in den Diskussionen nochmal heraus. Das eine, es geht dann nicht nur um Wirtschaftsentwicklung, sondern wir müssen gerade auch in den ländlichen Regionen sehen, wie wir insgesamt die Rahmenbedingungen für eine gute Lebensqualität verbessern. Da geht es um Daseinsvorsorge, aber auch durchaus noch mehr. Denn die Herausforderung ist, weniger Arbeitskräfte, Plätze zu schaffen, sondern Arbeitskräfte in die Regionen hineinzubringen.